Also können wir auch... euch einmal quer durch Essen und macht mit euch eine Riesenparty da drin. Das ist wieder eine Überraschung, das wussten wir noch nicht. Dann hat Schoko wieder eingestiehlt, weil wir wussten nicht, ob der Junge Zeit hat. Weißt du, also, wenn wir schon auf die Kacke hauen, dann hauen wir richtig auf die Kacke. Ne? Der Pott steht zusammen und Jungs, wenn wir uns die Tage sehen auf Rot-Weiß, ich bin derjenige, der mit dem Stauder da macht. Doch mal. Danke. So, jetzt habe ich noch für die, wie heißt denn deine Prinzessin? Nora, komm mal her, mein Schatz. Es soll ja auch dein Tag sein. Nicht nur immer sage ich dir, Jerome, Jerome, Jerome. Wie, pass auf, meine Mädels, die haben was ganz Besonderes, weil wir haben gehört, du bist ein Fan von welcher Truppe? Schwer, ne, wenn du da reinquatschen musst, du kannst ja nicht so wie der Schwungi. Aber wie heißt die Truppe? Stranger Things. Ist das richtig? Stranger Things? Pass auf, das ist eine Serie. Jetzt haben wir uns... Pass auf. So. Ich muss jetzt mal selber quatschen. Jetzt meine Edmina, einen riesen Applaus nochmal für Anja. Die sind immer im Hintergrund am Machen. Das ist eine tolle Bande. Ja, das ist, ich bin ja so ein Frauenführer, wisst ihr? Ja, die Auswahl hatte mir jetzt natürlich auch nicht unbedingt leicht gemacht, weil ich komme gar nicht aus dieser Szene. Aber ich hoffe, wir haben da einen Geschmack getroffen. Wir haben da noch ein tolles Kleiderpaket zusammengepackt und noch obendrauf einen Gutschein, wo du selber mal nach Belieben vielleicht noch eine tolle Jacke, Hose, was auch immer findest. Yeah. Ja. So, weil ich habe gesagt, weil Familie kann ja nicht nur die Papa, sage ich dir, sein und die Mama sein. Die haben jetzt gesagt, hier unten ist ein kleines Mädchen, 15 Jahre, überlegt man ein bisschen. Manche Kinder denken, sage ich dir, auch. Und ist schon schwer, wenn man da so eine starke Schulter als Schwester geben muss. Und deswegen mal für die Kleine, haut mal raus hier, einen Applaus für die Familie. Steht zusammen, das ist für euch. So, jetzt können wir ein bisschen noch quatschen. Unterhaltet euch noch ein bisschen drüber, ist die kulinarische Meile. Wir sind mit über 250 Getränken ausverkauft. Wir haben ja nichts verkauft, also verschenkt. Ne, Essen ist auch nicht mehr da, ein paar Muffins sind noch da. CDs könnt ihr von mir hier vorne noch am Stand kaufen, wenn ihr Bock auf meine Musik habt. Wenn nicht, sage ich dir, wir sehen uns wieder, das ist keine Frage. Ich verabschiede mich hier und sage Dankeschön, euer Schwungschwein und die Familie Waschwill. Dankeschön.